Masken as ein großes Thema gewicht bei de Froen, die rakom sinn, an Fro as hauptsächlich wie wat mussssen Kanner an der Grundschul lo nach Masken undin. Daniel Schilz zum Beispiel schreibt: Herr Minister, ich fand, dass es Tischzeit ist, dass Kanner dürfen ohne Maske an ihrer Bank sitzen. Wir sind nachher so Schnelltester, obwohl sie dürfen am Restaurant zusammensitzen ohne Maske. An Kanner müssen sie so gut nach der Bausen unhalten. Also ich wünsche mir das auch, dass wir auch durch eine Normalität zurückkommen. Und höchstwahrscheinlich ist es so, dass wir ab der nächsten Woche dann noch zu Hause keine Maske mehr brauchen, also am Schulhof, am Schulweg oder wenn die Klasse mal ein rausgeht. Scheinbar wird das höchstwahrscheinlich dann auch nach dieser Woche, Ende dieser Woche gut heischen. Und dann haben wir da schon mal ein Stück mehr Normalität. Bis auf Weiteres will man auch nach 40 sein. Wir wissen, dass keiner an der Region nicht geimpft sind. Wir wissen, dass sie einfach noch immer ganz nah beieinander sitzen. Wir wissen, dass sie sich auch können ausstechen. Und da sollte man dann einfach nach der letzten Woche von diesem Schuljahr kein zu viel größeres Risiko angehen. Ich weiß, dass den einen oder anderen den ganzen Tag sieht, man guckt, du gehst an das Restaurant und du kannst beieinander sitzen mit Kanner. Die müssen immer die Maske unhalten. Und das ist im Restaurant bei den Erwachsenen nicht der Fall. Am Restaurant machen wir einen Schnelltest, wenn wir reingehen. An der Schule machen wir einen an der Woche an der Schule. Und dann machen wir vielleicht noch einen zweiten auch mal daheim. Das gibt einfach noch immer nicht dieselbe Garantien. Und ich will einfach, aufgrund von den Erfahrungen, die wir eine Woche hatten, am Laufe des Jahres Lohn nach 40 sind, wir wirklich können zusammen an der Schule das Schuljahr können aufzuschließen. Wir haben gesprochen vom maximalen Präsenzunterricht, was Joren, dass man so einen eroden Fudem, wo den an der Politik sich gewiesen hat, an ein ganz paar Leute, die es geschrieben haben, fanden das ganz gut. Herr Minister, zum Beispiel Kathi Weiss, sie ist Koordinatrice vom Sickel Ent. Und sie läuft unter anderem auch die sogenannten Pulis, also das sind zusätzlich Leute, zum Beispiel Studenten, die an die Schule geschickt werden, für zu helfen. Und sie fragt, ob das nicht kann nach Beibehalten gehen am Sickel Ent, auch in Zukunft. Also das sind genau die dote Frauen, die man wollten, auch mal ein paar Jahre an aus der Distanz heraus analysieren. Und dafür haben wir ja einen breit ungelösten Dialogprozess, der die nächsten Wochen lanciert. Wo wir auch ein bisschen den Bilan zeigen. Den Bilan wird als gut gelaufen, wo wird das vielleicht manchmal gut gelaufen, aber wo können wir etwas lernen? Lernen für das in der Zeit nach Covid. So Krisen, das klingt ein bisschen platt, wenn ihr seht, das hat auch Positives gehabt. Mit das immer so, dass ihr natürlich ganz schnell und aus der Not heraus muss Decisionen holen, die vielleicht sonst nie geholfen wären. Und da sollen wir auch schon ein bisschen analysieren, was hat Sinn gemacht und was geht auch an einer Nicht-Covid-Zeit Sinn machen. Ein Frau von der Madame Monika Ferranti, sie ist Mann von zwei Teenager. Und, sie findet, dass die Situation während der Covid-Krise an der Schule gut gemanagt wird. Als Durchschnitt aber, dass Kinder, die nur auf Dösiam wohnen, an die nächste Premiere kommen, dann nicht so fit sind wie die Kinder an normalen Zeiten. Froh ist, geht das nächste Jahr eure Premiere-Examen leid. Ein Frau, die übrigens viel leid. Also ich gebe auch den Examen das Jahr, das letzte Jahr nicht das Premiersexamen Leit nennen. Wir haben die zwei Jahre probiert. Das war wirklich ein großes Wunsch von uns. An einer der Prioritäten, dass ein Examen konnte stattfinden, sicher konnte stattfinden. Wir haben auch, dass ein Diplom nur denselben Wert hat. Aber auch, dass es fair ist. Wir konnten natürlich nicht Sachen prüfen, wo Schülerinnen und Schüler nicht gesehen hätten während dem Jahr. Das wäre nicht fair gewesen. Und dafür haben wir das Programm auch reduziert. Nun muss man sicherlich auch hier eine Analyse machen. Bei den Schülerinnen und Schülern von diesem Jahr wissen wir, dass wir auf den niedrigsten Klassen, also auch auf der Deuxième, hatten wir ein Apprentissage und Alternance. Also die Klassen sind eng, worüber die anderen an die Schule kommen. Da kann ich nicht so sehr mein Programm weiterführen. Das ist aber lohnt zu frei, sicherlich für darüber schon zu urteilen, wie es dann nächstes Jahr geht. Sicherlich sind nicht Reduktionen vom Programm an der Envergure notwendig, wie wir das dieses Jahr hatten. Aber dass Schülerinnen und Schüler vielleicht lobt der Dösiam nicht so viel Matt geholt haben, wie das üblicherweise der Fall wäre. Das Mensch muss ihn unerkennen und dementsprechend dann noch darüber reagieren. Für das auch am nächsten Jahr nur Covid sowohl fair als den Examen, wie aber auch das Diplom nur etwas wert ist. Und da muss man auch darüber passen und dafür kann man nicht einfach leicht fangen streichen. Dass wir von Trimestern auf Semestern umgeschaltet gehen, bleibt das dabei. Wir haben zwei Jahre, wo dann durch die Covid wir von Trimestern am Laufe des Jahres auf Semester gegangen sind.
an der Schule decidiert, dass wir auch für das nächste einfach mal das Semester aufhängen. Das würde natürlich, dass das immer so wird bleiben. Wir wollen nicht nach einem Jahr, wo wir am Laufe des Jahres vielleicht aus irgendeinem Grund, wir wissen noch nicht, ob wir den Covid wirklich haben oder ob wir wirklich gepackt haben, aus irgendeinem Grund dann andere Menschen müssen immer organisieren. Das hat die Schulen auch immens mitgeholt, gehabt, mitgemacht, wenn sie immer neu müssen sich aufstellen. Und dafür wollten wir einfach los. Als Mesure de Précaution, wir vielleicht mehr Prüfungen, ein bisschen mehr Zeit für zu lernen. Es gibt aber natürlich auch Stimmen, die so bei den Trimestern, da kriegt ihr vielleicht die erste Zensur ein bisschen echter, und da weiß ich noch richtig, wo ihn drunter ist, und da will dann mehr lange Zeit, wie das zu rattrapieren. An diese Diskussionen, an das Aufweihen, soll man auch nur der Covid-Krise machen, und dann die richtigen Decisionen aber auch an Ruhe holen. Und dafür wäre es richtig, das nicht miteinander Krise zu machen, mit uns. Das ist die ganze Prozessbildung am Dialog, das ist ein langfristiger Prozess, wo nicht direkt Decisionen da kommen. Also es wäre für mich immer wichtig, dass man nicht mit einer anhängigen Krise auch noch einmal Bildungsreformen machen. Und dass man gesagt hat, logisch mit der Krise, aber wenn es gute Initiativen gibt, die da wert sind zu diskutieren, und vielleicht auch dann dauerhaft festzuhalten, dass man das nur der Krise möchte, mit einer gewissen Distanz, auch einer Evaluation von den Situationen, aber auch an dem Sinn sämtliche Partner abend, die dazu eine Meinung haben und gucken, ob man irgendwie dann auch bei Nähe kriegt, für dann etwas Neues zu machen. Homeschooling an Digitalkompetenzen, darüber gehen dann ganz paar Überlegungen und Kritiken. Herr Minister, zum Beispiel Fabienne Schinschen, sie als Enseignant, er schreibt, es liegt auf der Hand zu mengen, dass diese Krise als gelehrt hat, wie wichtig der Umgang mit den digitalen Medien ist. Für mich wird es als genäht der Kontra gewesen, nämlich wie wichtig es ist, dass zumal die jungen Kinder mit allen Sinnen lehren und das am Austausch mit ihren Mitmenschen. Nicht mehr Wert zu legen auf Bewegung, auf den Decken von der Natur und auf als zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist, was für mich nicht an den Vordergrund misstreckeln. Also mehr Mensch am anderen Computer. Also ich meine, dass wir so oft beides als richtig. Der Computer und der Digital hat uns geholfen, über diese Situation wegzukommen. Wir wären froh, dass wir Kommunikationsplattformen hatten, dass wir auch die digitalen Routinen hatten, dass wir Tablets hatten, die wir konnten verteilen, dass die digitalen Lehrprogramme schon auch vor der Krise und dass wir da relativ gut abgestaltet waren. Das war eine Stärke, die uns geholfen hat an der Krise. Wir wissen aber auch, was gefehlt hat. Und das war der menschliche Kontakt. Und das war, dass er zusammen etwas konnte machen. Das war auch, dass der Enseigner den direkten Kontakt zu seinen Schülern hat und der Schüler zum Enseigner hat. Das waren die Sozialkontakte innen den Schüler. Das war, dass wir konnten rausgehen, Menschen begegnen. Und das ist sicherlich auch immens, immens viel wert für die Entwicklung von den Kindern. Und das ist aber sicherlich auch ein von den Pilieren, auf dem Schule immer wird basieren. Das hat diese Krise auch gewiesen, dass es nicht das eine allein ist oder das andere allein ist, mit dem wir beides brauchen. Das Digital hat immense Chancen, natürlich auch Risiken. Das ist aber eine Realität in unserer Welt. Und wir müssen die jungen Leute natürlich auch auf die Welt von heute und auf die Welt von morgen präparieren. Ganz paar die Kritiker gehen doch, die auf die Grenze vom Homeschooling hinweisen. Die ja auch nötig vor mir, zum Beispiel Madame Sandra Schmitz. Sie schreibt, dass es bei ihrem ältesten Kind, ob Katrin nicht gut gelaufen ist, ihr kriegt wahrscheinlich nur ein Examen oder fällt durch. Und sie meint, das hat mit den A- und B-Klassen zu tun. Ein Teenager allein beim Computer, du hast Aufmerksamkeit sehr fort, schreibt sie. Zumal zwei Kinder, die daheim waren, nicht mit an der Kur abzugehen, er just konnte nur lauschen und auf eine schwarze Tafel gucken. Ich kann das total gut nachvollziehen. Wir wissen, dass der Präsenzunterricht nicht kann ersetzen durch den Homeschooling. Wir wissen, dass der direkte Kontakt, der menschliche Kontakt, einfach wichtig ist zwischen den Schülern, aber auch zwischen den Schülern an den Enseignern. Nach einem Jahr, den Homeschooling wäre die beste Alternative, die wir in dem Moment hatten. Aber das ist sicherlich nicht etwas, wo wir nur sagen, dass das so gut gelaufen ist, das wollten wir beibehalten. Meil Nielsen ist auch auf Katrin, und ich habe schon Zeit geholt, nächsten Samstag und nächsten Sonntag, weil es stehen eine Reihe von Prüfungen nun. Und da wird man auch noch einen Kreis müssen dran nehmen. Einfach mal rauszukommen, eine gewisse Normalität zu haben, einer Junker zu begegnen, etwas zu machen, die Welt zu entdecken, Frieden zu haben, um Leben. Das hat alles Erwachsenen gefehlt. Und ich meine, einem Jungen, wie in diesem Fall von 16 Jahren oder von 19 Jahren,
fehlt dat jo nach viel méi, weil da sinn emmen emol 19 Jor. Dann emmen emol 16 Jor, schon dags gesot, dat wat dëst jo net kann maen, dat kann ich nächst Jor maen, kann schon 3-4 Jor vielleicht maen. E vu 16 Jor, den denkt net eso. Den seet, en wichtigst Liewen a menger Juren, en wichtigst Jor a menger Juren tun ich eigentlich lo verloren. An dat drückt natürlich auch op Moral, an dat hört sich auch sicherlich bei dem engen oder anderen schulisch bemerkbar gemerkt, dat der Rimmen do Ruf loch nief de Schwierigkeiten vom Homeschooling. Für die psychologischen Konsequenzen unerschad von all dem? Ich meine nicht unerschad, mit keinem etwas dagegen zu machen noch dem Moment. Also, wir von Anfang an zum Beispiel eine psychologische Hotline geschaltet, wo dann als Schulpsychologen von der Seepasen, als alle Lycée dann auch disponibel waren, für eine Konsultanz auch an Distanz zu machen, auch wenn die Schule mal zu war, wie dann am letzten Schuljahr der Fall war. Aber natürlich auch, wo die Schüler aber regelmäßig, auch wenn man alle zwei Wochen an der Schule waren, auf den nächsten Klassen, dann waren die disponibel. Generell wurde schon gemerkt, dass das man allgemein mit der Jugend gemacht hat, nämlich also aus ihrer Normalität rauszuholen. Und ich meine, dass das viel mehr schlimm nach erlebt ging als bei den Jungen wie bei unseren Wursten, weil der Jungen als die will per se, die will raus und die will viel Kontakte haben und die will neue Leute kennenlernen. Und das ist ja alles das gewesen, was nicht gegangen ist. Timothy, das ist ein Schüler von 15 Jahren, den er so gerade geschrieben hat. Und er fragt, avez-vous envisagé des aides pour les élèves des 5e général qui ont eu des difficultés durant la pandémie? Y aura-t-il des classes spéciales durant les vacances scolaires pour éviter qu'ils ne ratent leur année? Oui, la sommerschule sera aussi proposée dans les lycées, donc pour les élèves de 5e. Surtout dans les branches principales qui sont quand même nécessaires pour l'orientation et pour bien être préparé à la classe suivante, que ce soit une quatrième dans le lycée secondaire, secondaire classique, secondaire général, ou bien une des formations, des formations professionnelles qu'on peut choisir. Donc eux aussi peuvent profiter de cette nouvelle offre. Wie ist es mit dem Impfen von den Kindern? Hast du mal zu rechnen, dass Kinder am Hirsch könnte geimpft gehen? Das ist ein schwerer Frage. Ich muss auch ehrlich sagen, da habe ich noch nicht die präzise Antwort darüber. Fakt ist, dass es mal Impfstoffe gibt, die ab 12 Jahren zugelassen sind. Man muss aber auch gucken, wie die Impfkampagne noch weitergeht, wie viel Impfstoff disponibel ist, um zu gucken, ob man dann auch in der Urst 10 Jahre nach über den Sommer können, geimpft kriegen. Ich würde mir das sicherlich wünschen, weil ich mir schon sorgen, wenn Schulen die letzte Platz sind, wo immer ganz viele Leute, ganz viele Menschen bei mir kommen, Tag für Tag, auf enger Platz, die nicht geimpft sind, dann ist das vielleicht so ein Rückzugsgebiet für den Virus, den ich aber über die Schulen dann danach kann verbreiten, weil auf vielen anderen Plätzen durch die Impfung eben keine Chance mehr hat, sich weiter zu verbreiten. Und dafür wünschen wir uns natürlich auch eine Zeit nach Impfung, funden de Kanner an den Jungen. Was ist das für euch? Du hast für gesprochen von positiven Messagen, die auch aus der Krise können rauskommen. Was ist das dann ein große positive Message, den dir spielt? Also das, was mich am meisten positiv berührt hat an der Krise, das ist einfach das Engagement von all den Akteuren gewesen. Wir wären für ein Jahr, die Woche von März bis Mai, Juni, nicht da durchkommen, weil nicht jeder sich maximal engagiert hat. Und da habe ich die Impression, dass auch irgendetwas zusammen gewesen. An den Schulen ist etwas zusammen gewesen, aber auch zwischen der Schule, also den Enseignern, und den Eltern ist etwas zusammen gewesen. Zwischen den Enseignern und den Schülern ist etwas zusammen gewesen, weil jeder wusste, wir sind in einer Krise, und ich muss noch ein Stück mehr machen, ein Stück mehr gehen. Für das man einfach halt zusammen dadurch kommen. Und das nicht mehr geguckt, in wem sein Roll ist das oder ist das. Und da haben wir einfach zusammen noch vier gezogen. Und dafür sind wir auch relativ gut dadurch gekommen. Mit allen Schwierigkeiten, die wir hatten. Und wir wünschen das sicherlich nicht zurück. Und von dem Zusammenhalt gebe ich mir eigentlich für die nächsten Jahre auch noch ein Stück wünschen. Ja, weil was sind die Perspektiven? Wir haben gesagt, das liegt am Ende vom Tunnel. Mais il y a qui so wie der next Schuljahr lo virus mäßig weiter Covid um mich. Das gesagt all den Engagement, das verlangt ja viel von der Leute. Wie lange packt denn das?
Also ich denke, dass Jüderin auch Sommervakanzen verdient hat. Die Schüler für in allem, die hatten eine ganz schwere Zeit, mir auch die Enseignant, mir rufen drunter ein Témoignage von einer Schulpräsidentin hören, was die gelesen haben, als absolut remarkabel gewesen. Ich beginne direkt drin, ich beginne auch mein direkt Mathe-Erbeste am Minister. Wir sind alle gut und irgendwo ausgelaugt. Das waren kollektiven Erfahrungen. Ich denke wirklich, dass das bei den Eltern und das bei den Schülern nicht ernst ist, dass dafür hoffentlich mal auch eine Sommerpause, die wirklich dem Namen gerecht geht und dann mit neuer Energie können wir weiterführen. Ich komme gerade aus einer Reunion, da haben wir über die Kontinuen, die notwendig sind am 21. Jahrhundert, an der Grundschule geschwärt. Was dann erleichternd ist, sich auch mal wirklich um die Toten wichtig frohen von der Zukunft von unserer Schule zu kümmern. Und da tun ich mir wirklich auch viel geholfen in der Zeit nur um Covid.